könnte das. Auch ein Rechtsanwalt hat Schulden. Auch eine Steuerberatungskanzlei hat Schulden. Immobilienbüros haben Schulden. Gastronomen haben Schulden. Das mag schon sein, dass das gescheite Leute sind. Aber in der Exekutionsordnung darf man keiner was vormachen. Egal, was man im Fernsehen oder im Radio hört oder sieht, Geld gibt es keines mehr. Das ist alles gelogen und alles geschwindelt für mich. Und ich weiß, was Schwindeln heißt.